Die Qing-Dynastie existiert nicht mehr. Doch statt unter einer neuen Regierung weiterhin vereint zu bleiben, zersplittert China in viele von Kriegsherren kontrollierte Lebensgüter. In unserer letzten Folge Battlefields für diese Staffel untersuchen wir den 20 Jahre andauernden Machtkampf zwischen Nationalisten und Kommunisten und den Aufstieg der Volksrepublik China unter Mao Zedong. Willkommen im chinesischen Bürgerkrieg. Ich bin Ella und das ist einfach Geschichte. Nach dem Tod Sun Yat-sens 1925 war es Chiang Kai-shek, der die Kontrolle über die nationalistische Kuomintang-Partei erlangte. Zwischen 1926 und 1928 führte er mehrere Feldzüge, um China erneut zu vereinen. Trotz einiger Rückschläge gelang es ihm nicht nur, die Regierung von Beiyang in Beijing zu schlagen, sondern auch viele der übrigen Kriegsherren zu besiegen oder auf seine Seite zu ziehen. So herrschte die Kuomintang als nationale Volkspartei Chinas, kurz KMT, von ihrer neuen Hauptstadt in Nanjing über das chinesische Reich. Zwar wurde die KMT international als die unumstrittene Regierungsmacht über China anerkannt, doch im Land selbst war die Lage noch immer angespannt. Zwar sorgten auch weiterhin die Kriegsherren für Unruhe, doch der Aufstieg einer ganz anderen Fraktion bereitete Chiang zunehmend Kopfschmerzen. Anfänglich wurden die Nationalisten von der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas unterstützt, doch nun fürchtet Chiang Kai-shek ihren zunehmenden Einfluss im Land und in der KMT selbst. Am 12. April 1927 befahl er die Festnahme und Ermordung hunderter Kommunisten und Gewerkschafter in Shanghai. Von diesem Zeitpunkt an waren Nationalisten und Kommunisten verfeindet und viele der linksgerichteten Aktivisten zogen sich in den Untergrund oder aufs Land zurück. Der erste große Waffengang der beiden Lager fand im August 1927 während des Nangshan-Aufstands statt und endete mit einem Sieg der KMT. Einen Monat später schlug die KMT einen Bauernaufstand bei Hunan nieder, der von dem damals 33-jährigen Mao Zedong geführt wurde. Zwar waren diese Rebellengruppen zunächst alles andere als erfolgreich, doch die sollten bereits den Kern der Roten Armee formieren, die später den Namen Volksbefreiungsarmee erhielt. In den darauffolgenden Jahren führten die Kommunisten einen blutigen Guerillakrieg gegen die Nationalisten. Während sie in der südlichen Jiangxi-Provinz ihre Basis errichteten, widerstanden sie jedem Versuch der nationalistischen Truppen, sie zu umzingeln und damit zu zerstören. Doch ein schwerer Rückschlag sollte sie 1934 ereilen. In ihrem fünften Versuch sollte die Einkreisungstaktik der Nationalisten schließlich gelingen und die Kommunisten beinahe vernichten. Die verbleibenden Kommunisten erkannten die hoffnungslose Lage, verließen Jiangxi und brachen durch die Reihen der KMT. Ihre Flucht zog sie zunächst nach Westen, dann nach Norden, wo sie in drei getrennten Armeen die Provinz Shaanxi ansteuerten. Mittlerweile waren sie nicht nur auf der Flucht vor den Nationalisten, sondern auch vor den Angriffen feindlicher Kriegsherren, während Hunger, Krankheit und Desertation ihre Reihen dezimierten. Im Oktober 1935, knapp ein Jahr nach dem Beginn ihrer Flucht, vereinten sich die drei Armeen wieder in Shaanxi, fern der direkten Kontrolle der Nationalisten. Im Grunde waren sie noch immer eine kampfstarke Truppe, doch die schrecklichen Strapazen der Reise hatten ihren Tribut gefordert. Zwar sollte nur ein kleiner Teil der Flüchtigen aus dem Süden auch den Norden erreichen, doch als der sogenannte Lange Marsch würde dies in die Legenden Chinas eingehen. Als glorreiches Beispiel militärischer Brillanz, Hartnäckigkeit und Heldentum in Zeiten der Not. In kürzester Zeit hatte es Mao Zedong an die Herrschaft der Kommunistischen Partei gebracht. In den 1930ern waren es jedoch nicht nur die Kommunisten, die die nationalistische Regierung bekämpften. Der Krieg in den zentralchinesischen Ebenen wurde 1930 zwischen verschiedenen Fraktionen der KMT geführt und sollte über 300.000 Opfer fordern. 1931 fielen japanische Truppen im Nordosten Chinas ein und erschufen den Marionettenstaat Mandschukuo. Nach dem berühmten Ziyang-Vorfall im Dezember 1936 vereinbarten Kommunisten und Nationalisten sogar einen Waffenstillstand, um den äußeren Feind trotz innerer Spannung als geeinte Front entgegenzutreten. Im Juli 1937 brach der zweite japanisch-chinesische Krieg aus. Bis 1940 sollten japanische Truppen Beijing, Shanghai und weitere Landstriche von Chinas östlichen Küstenregionen besetzen. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor verschmolz dieser Konflikt mit dem Zweiten Weltkrieg. China schloss sich den Alliierten an. Trotz der Tatsache, dass sie nun eigentlich zusammenarbeiten sollten, stritten KMT und die Kommunisten noch immer um die Vorherrschaft in den nicht besetzten Teilen Chinas, wo sie mehrmals blutig aneinander gerieten. Nach der japanischen Kapitulation im September 1945 war es nur eine Frage der Zeit, bis die Glut des Bürgerkriegs wieder Flammen schlagen würde.
Während des Krieges mit Japan hatte sich die Machtbalance zugunsten der Kommunisten geneigt, was die USA vor dem Hintergrund des aufkommenden Kalten Krieges beunruhigte. Sie boten der KMT nicht nur Unterstützung in Form von Waffen und Geld an, sondern auch Truppen, um strategische Punkte zu sichern. Doch den Kommunisten war es gelungen, eine große Anzahl des von den japanischen Truppen zurückgelassenen Militärgeräts zu ergattern. Zudem erhielten sie großen Zulauf von der ländlichen Bevölkerung, da sie jedem Kämpfer eigenes Land versprachen. Alle Friedensgespräche waren zum Scheitern verurteilt und die Kämpfe gingen im Juli 1946 mit voller Härte weiter. Mao nutzte weiterhin die Strategie des Yongdong-Zan, einer Form des Bewegungskriegs, bei der er freiwillig Gebiete aufgab, wenn er dadurch seine Truppen schonen konnte. Gleichzeitig verließ er sich stark auf die Unterstützung durch die Landbevölkerung. Als eifriger Schüler Sun Tzus folgte er seiner Doktrin des vollständigen Sieges, indem er seine Kampfstärke durch gefangene KMT-Soldaten verstärkte, wenn diese sich ergaben. Besonders hart waren die Kämpfe in der ressourcenreichen Region der Mandschurei. Als die Kommunisten dort letztlich im Herbst 1948 die Oberhand gewannen, neigte sich das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten. Im Zuge des Pingjing-Feldzugs eroberte man schließlich den Rest des nördlichen Chinas, inklusive Beijing, was es den Kommunisten im Frühjahr 1949 erlaubte, ihre Kräfte nach Süden zu wenden. Am 23. April fiel mit Nanjing die Hauptstadt der KMT und während sich ihre Armeen in der Auflösung befanden, flohen die restlichen Nationalisten vor den anrückenden Kommunisten. Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus, mit Beijing als ihrer neuen Hauptstadt. Chiang Kai-shek floh im Dezember desselben Jahres mit dem Rest seiner Unterstützer nach Taiwan, wo er Taipeh als die neue Hauptstadt der Chinesischen Republik erklärte. Eine temporäre Maßnahme, wie er angab, denn noch immer beansprucht die KMT die Herrschaft über ganz China. Ein Anspruch, den viele Nationen, besonders die des Westens, bis weit in die 1970er Jahre hin unterstützten. Ein Waffenstillstand wurde nie unterzeichnet. Im von der Volksrepublik China und der KMT gleichermaßen kontrollierten Taiwan forderten beide Parteien die Macht über den anderen. Ein Problem, das bis heute nicht vollständig gelöst ist. Für China hatte nun eine neue Ära begonnen. Nach einem Jahrhundert der Fremdeneinmischung, der Umbrüche und Bürgerkriege war das Reich der Mitte erneut vereint, als eine Republik des Volkes. Wie das 19. Jahrhundert das kaiserliche China veränderte und schließlich den Weg zur kommunistischen Volksrepublik China geebnet hat, könnt ihr euch, wenn ihr wollt, hier oben in der Ecke angucken. Da haben wir zwei Episoden für euch dazu. Und wenn euch Kriegstaktiken interessieren, dann gibt es bei Audible die Militärbibel Die Kunst des Krieges von Sun Tzu im Probeabo. Links und Infos und so weiter haben wir euch in die Videobeschreibung gepackt. Okay, wenn wir einmal auf die Staffel zurückblicken, so können wir uns doch eigentlich die Frage stellen, war das alles wirklich so neu? Lass uns mal an die alten Worte denken. Die Welt unter dem Himmel neigt dazu, sich nach einer langen Zeit der Vereinigung zu trennen. Und sie neigt dazu, sich nach einer langen Zeit der Trennung wieder zu vereinigen. Das war so seit der Antike. Wir sehen uns in der nächsten Staffel von Einfach Geschichte. Tschüss!